Meine Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zu Rat Trivia. Rat Trivia, das neue Quiz für Sie und leider auch für mich. Es geht um Ratten und alles, was mit Ratten zu tun hat. Raten Sie mit, ratten Sie mit. Ein kleines Wortspiel. Es wird ein super Spiel. Rat Trivia, jetzt. Es riecht nach einem Rätsel. Gute Frage, wie lachen Ratten? Mit den Ohren, mit den Schnurrhaaren oder mit dem Schwanz? Mit den Schnurrhaaren. Also ich habe mal gehört tatsächlich, dass man Ratten kitzeln kann und dass sie dann wirklich lachen. Ohren oder Schnurrhaare? Ich sage, es ist die 500.000 Euro Frage. Schnurrbarthaare. A. Oh, ich hasse dieses Gefühl. Dass du was falsch gemacht hast? Nein, dass ich jetzt was Gutes tun muss, um alles wieder hinzubiegen. Flambierte Rattenschwänze. Das würde ich nach Singapur schicken. Wenn die schlau sind, dann haben die daraus ein Ding gemacht, um Touristen anzuziehen. Deswegen würde ich sagen, Hameln. Ich hoffe nirgendwo. Flambierte Rattenschwänze. Ich würde mal sagen, in Hameln. Wir haben gefressen, was immer wir finden konnten. Ein morscher Besenstiel, wo man mit Schmackes seine Zähne reinschlagen kann. Ich glaube, dass Rattenzähne in zwei Reihen stehen. Ich würde mich auf C festlegen. Ich würde sagen, die wachsen ständig. Und ja, das ist meine Antwort B, wachsen ständig. Ich sag B, die Rattenzähne wachsen ständig. Unglaublich, das ist fast zu einfach. Also, welche Stadt am meisten Ratten hat? Es müsste Paris sein. Ich würde mich auf Paris legen, auch weil da Ratatouille gedreht worden ist. Ich weiß nicht warum, ich glaube Mumbai, würde ich jetzt mal tippen. Die könnte aber auch Paris sein. Ich habe gerade dran gedacht an diesen Film, wie heißt der denn nochmal? Ich wollte sagen Moulin Rouge. Nee, es gibt doch dieses Chicago. Das war lustig. Können wir gerne wiederholen. So, das war's, liebe Rattenfreunde. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder, wenn es dann wieder heißt, Kinder lernen am besten mit Janine. Zumindest alles über Ratten. Maurice der Kater. Demnächst nur im Kino.